Wir sind heute hier zu fünft beieinander in der evangelischen Versöhnungskirche auf dem einstigen Gelände des Konzentrationslagers Dachau. Unser besonderer Gruß gilt Ihnen, den KZ-Überlebenden und den alliierten Befreiern und ihren Familien. Wir wissen, dass einige von Ihnen diese Andacht zu Hause sehen. Das ist für uns eine große Freude und Ehre. Mit großem Schmerz sagen wir, durch uns ist unendliches Leid über viele Völker und Länder gebracht worden. Wir hören die erste und letzte Strophe aus dem Dachau-Lied von Jura Säufer und Herbert Zipper. Einst wird diese Rede können auf zum letzten Therapen draußen an, wo wir uns finden, bist du Kamerad zu stellen. Helft uns die Freiheit lachen, vorwärts geht mit frischem Mut uns die Wir entzünden eine Kerze für alle Menschen, die hier in Dachau und millionenfach an so vielen Orten unter der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft ermordet wurden. Und wir denken an die alliierten Soldaten, die im Kampf gegen Hitler-Deutschland gefallen sind. Der junge deutsch-französische Journalist und Résistance-Kämpfer Joseph Rovin beschreibt den Moment seiner Befreiung am Sonntag, dem 29. April 1945. Plötzlich, da trug es die Menschenmenge auf dem Appellplatz wie eine Woge nahe an das Jurhaus heran. Das schmiedeeiserne Tor stand weit offen. Vier Menschen in amerikanischer Uniform waren aus einem Jeep gesprungen. Einer der weißen Männer rannte zum Eingang des Jurhauses. Einen Augenblick später tauchte er auf dem Balkon auf. Seit Häftlingsgedenken hatte niemand von da oben an das verachtete und erniedrigte Volk der Gefangenen das Wort gerichtet. Lasst uns beten, Brüder, rief er auf Englisch. Lasst uns dem Herrn danken für diesen Tag der Befreiung. We shall